Ferrari Hollywood Star überschlägt sich auf Autobahn heftiger Crash eines Hollywood Stars. Schauspieler Will Ferrell, 50, Anchorman, Zoolander, war am späten Donnerstagabend in einen schweren Unfall in Mission Viejo, eine Stunde südlich von Los Angeles, verwickelt und er kam mit dem Schrecken davon. Wie unter anderem TMZ und Ktla berichten, befand sich Ferrell gemeinsam mit anderen Personen gerade auf dem Rückweg von einer Show in der Nähe von San Diego, als das Unglück passierte. Nach Angaben der Einsatzkräfte streifte ein zweites Fahrzeug den SUV, in dem Ferrell saß. Der Wagen des Schauspielers geriet ins Schlingern und krachte schließlich auf die Seite. TV-Bilder von der Unfallstelle zeigen Ferrell bei der Behandlung in einem Krankenwagen. Die Fahrbahn auf der Interstate 5? Ein einziges Trümmerfeld. Nach Informationen von TMZ wurden Ferrell und zwei weitere Unfallbeteiligte mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Laut Zeugenaussagen soll eine weitere Frau aus Ferrells Wagen aber schwerer verletzt worden sein. Bei den Bergungsarbeiten fanden die Rettungskräfte zwar Bierflaschen an der Unfallstelle. TMZ berichtet aber, Alkohol oder Drogen hätten keine Rolle bei dem Crash gespielt. Ferrell wurde nach Angaben seines Managements bereits aus dem Krankenhaus entlassen. Mehr Promi-News gibt's auf Bild Facebook. Jetzt folgen.